Der Herbst schreitet voran, wir machen uns warme Gedanken über die Wärme in Katar. Dort schulden wir euch noch einen Ausblick auf die Gruppe H mit Ghana, Portugal, Südkorea und Uruguay. Viel Spaß damit! Hier sind die Wettfreunde mit der Gruppe H der Fußball-WM 2022 in Katar. Großartig, dass ihr dabei seid. Ja, und ich begrüße den Herrn mit den warmen Gedanken. Hallo ihr. Ja, hallo Olli. Ja, in der Tat, wir sind ein bisschen spät dran. Ja, die anderen Gruppen haben wir ja nach und nach alle schon im Sommer, Spätsommer abgehandelt. Ja, und jetzt hat es natürlich den großen Vorteil, dass das Turnier doch relativ unmittelbar vor der Tür steht. Das heißt, sehr viel aktueller kann man gar nicht sein. Ja, und insofern haben natürlich jetzt auch immer mehr die Prognosen der Wettanbieter Hand und Fuß oder zumindest ein gewisses Gewicht. Ja, und wieder mal eine Gruppe von der Papierform her mit einer klaren Zweiklassengesellschaft. Ja, also wenn es jetzt nach den Buchmachern geht, ist nicht die große Frage, wer jetzt ins Achtelfinale einzieht. Ja, geht es vielleicht allenfalls um den Gruppensieg und zwar zwischen Portugal und Uruguay. Ja, Aufstiegsquote für Portugal gerade mal eine 1,18, für Uruguay 1,5, ja, und Ghana, Südkorea gleich auf mit 3,25. Ja, und für einen Gruppensieg gibt es eben für die Portugiesen auch nur eine 1,61. Das heißt, da spricht doch ziemlich viel für den Europameister von 2016. Ja, sollte Uruguay dem Ganzen in die Quere kommen, gibt es eine 3,0. Hm. Ja, und für die beiden verbliebenen Teams jeweils eine 13, wenn es da zu einer großen Sensation kommt. Aber wäre es denn eine Sensation? Ja, also eine Überraschung kann da durchaus passieren, zumal sich ja der Europameister von 2016 in der Quali ordentlich schwer getan hat. Sie sind ja nur Zweiter geworden hinter den Serben und mussten erstmal mit 3:1 die Türkei abfertigen, um dann nochmal 2:0 gegen Nordmazedonien zu gewinnen. Immerhin ist Cristiano Ronaldo gut erholt ohne Champions League. Nein, ich traue den Portugiesen da durchaus viel zu. Ja, vor allem ohne Verein so richtig, ne? Also, er wird ja zunehmend zu einem Gareth Bale der Portugiesen. Ja? Mal schauen, ob er das da auch so gut hinbekommt und dann aus dem Nichts Alltag nix sozusagen dann trotzdem seine Topleistung abrufen kann. Vielleicht sind die Portugiesen gar nicht so darauf angewiesen, ja, weil zum Beispiel diese 5 entscheidenden Treffer in den Playoffs, ja, da hat er sich ja auch nicht in die Torschützenliste eintragen müssen, ja, und die Portugiesen haben es eben trotzdem relativ souverän hinbekommen. Hat natürlich ein bisschen Glück, dass die Nordmazedonier ihnen die Italiener aus dem Rennen genommen hatten. Das wäre vielleicht doch ein bisschen enger geworden. Ja, und muss aber auch sagen, in der Quali davor, da haben sie sich jetzt ja auch nicht blamiert. Ja, da waren sie eigentlich auch ohne Fehl und Tadel, ja, aber haben dann eben das entscheidende Endspiel zu Hause gegen Serbien doch völlig ohne Not und nach Führung noch verloren in einer hektischen Schlussphase. Das war natürlich nicht die ganz große Souveränität, die sie an den Tag gelegt haben, aber war jetzt auch keine enttäuschende Runde in dem Sinne, die sie gespielt haben. Ja, und haben ja dann im zweiten Nachfassen noch zugeschlagen. Ja, spannende Geschichten gibt es in dieser Gruppe zuhauf. Ja, eben in diesem Fall auch im Falle der Portugiesen. Die sind ja irgendwie bekannt dafür, dass sie sich in Vorrunden gern ein bisschen schwer tun. Ja, das gab es jetzt bei den EM-Endrunden regelmäßig. 2016 wären sie ja beinahe nicht Europameister geworden, weil sie eben fast schon in der Vorrunde gescheitert wären. Ja, im letzten Spiel gegen Ungarn da mehrfach zurückgelegen und sich ja mit Ach und Krach noch ins Achtelfinale gerettet. Jetzt im letzten Jahr sah es auch nicht sehr viel souveräner aus, ja, und bei den WM-Vorrunden auch, ja, in 2 der letzten 5 Vorrunden war eben dann auch schon wieder Schluss, ja, einmal sind sie ins Achtelfinale gekommen, nämlich vor 4 Jahren, einmal Platz 4, nämlich in Deutschland. Ja. Wichtig ist ja, dass man sich beim Turnier dann auch steigern kann, die Topleistung erst zum Turnier ändert. Wenn man die Vorrunde übersteht, ja, also um das noch komplett zu machen, 2-mal Achtelfinale, 1-mal Platz 4, als sie weitergekommen sind. Aber eines der beiden Ausscheiden der Vorrunde, 2002 in Südkorea und Japan war es, war eben im Wesentlichen auch an Südkorea begründet. Ja. Dann sind sie eben an den Großmächten Südkorea und USA gescheitert. Und genauso wie die Polen dann eben schon nach der Gruppenphase nach Hause gefahren. Ja, insofern eine ganz spannende Geschichte, dass sie jetzt eben wieder aufeinandertreffen. Ja. Allerdings ja, unter anderen Vorzeichen. Ne. Also Südkorea muss man doch sagen, dass sie jetzt auch von den Schiedsrichtern damals nicht direkt benachteiligt worden sind. Ja. Insofern fiel dann das Ergebnis auch etwas aus dem Rahmen. Und Portugal muss man eben schauen, wie sie eben dieser Favoritenrolle gerecht werden können. Also ich habe Zweifel, ob das wirklich so ganz glatt durchgehen wird. Zweifel sind berechtigt, aber ich glaube schon, dass die Portugiesen da gut in Form sein werden.
Ja, was hältst du von Uruguay? Von Uruguay halte ich auch eine Menge. Die sind Dritter in der Quali geworden, hinter Brasilien und Argentinien, vor Ecuador und Peru. Da haben wir auch einige namhafte Spieler dabei. Suarez offenbar noch aktiv. Ja, ja, mit 35 jetzt in der nationalen Liga aktiv, aber da ist er nochmal dabei. Ja, Valverde, David Nunes dabei, Ranjo, den kennt man ja auch noch, und Betancourt, eigentlich eine gute Truppe. Ich traue den Uruguayern da einen soliden zweiten Platz hinter Portugal zu. Auf jeden Fall haben sie sich nicht zu Schulden kommen lassen in den letzten Vorrunden bei WM-Endrunden. Ja, 2018 sind sie ja bis ins Viertelfinale vorgestoßen, dann an Frankreich gescheitert, 2014 immerhin ins Achtelfinale. Ja, da war gegen Kolumbien auch mit einem 0-2 Schluss. Ja, größter Erfolg in jüngerer Zeit. Ja, die Weltmeistertitel liegen ja doch etwas zurück. Der vierte Platz 2010 und das ist vielleicht die spannendste Geschichte in dieser Runde. Ja, damals gab es ja dieses legendäre Viertelfinale gegen Ghana eben. Ja, wo Ghana ja wirklich drauf und dran war, auf dem heimischen Kontinent überhaupt der erste afrikanische Halbfinalist zu werden. Elfmeter in der 119. Minute, weil Luis Suarez mit der Hand geklärt hatte. Ja, und oder dann geht der Elfmeter an die Latte, dann verlieren sie auch noch das Elfmeterschießen. Da haben sie bestimmt immer noch dran zu knabbern, ja, und werden da mit einer gepflegten Wut im Bauch eben gegen die Celeste jetzt aufs Feld gehen. Ja, insofern sollte Uruguay da gewarnt sein. Mhm. Und bin gespannt, wie sich das gestalten würde. Ja, also ich sehe die Mannschaften da doch deutlich enger zusammen, als es die Quoten hergeben. Auch wenn natürlich Uruguay eine interessante Mischung hat. Ja, eben Luis Suarez, ja, der Alterspräsident, ist ja immer so, dass sie eigentlich einen relativ alten Kader haben. Ja, aber diesmal haben sie eben auch viele Junge dabei, ja, und eine ganz gute Mischung. Ja, im Sturm David Nunes von Liverpool, mhm, ja, 23, Mittelfeld Valverde eben 24, ja, alle nicht zu bezahlen, ja, für deutsche Vereine bei Real. Und ja, bei Barca sein Abwehrkollege Araujo, ja, insofern richtiges Top-Personal teilweise, ja, aber eben natürlich muss man ein Team draus bauen. Ja, muss man ein Team draus bauen und eben auch so ein gewisses Qualitätsgefälle, ne, wie es natürlich bei den anderen Mannschaften auch so ist, ja. Aber man muss man immer nach Südkorea gucken und so weiter. Bäumen gezwungen. Ja, aber vom Personal her eine spannende Mischung, ja, und ich sehe sie schon eher in Richtung Gruppensieg, muss ich sagen. Ja, da lasse ich mich mal überraschen. Ja. Also für mich sind die Portugiesen da weiterhin vorne, also wenn alles normal läuft. Aber also Portugal-Uruguay wird auf jeden Fall auch eine sehr spannende Partie, auf die man sich freuen kann. Ja, wir haben auch eine Mannschaft vom afrikanischen Kontinent dabei, die Black Stars aus Ghana. Die haben sich gegen Nigeria, Südafrika, Äthiopien, Simbabwe durchgesetzt und werden betreut von Otto Addo. Den kennen wir ja noch aus der Bundesliga. Da ist auch Jeboa Königsdorfer vom HSV mit dabei. Ansonsten, ja. Ja, da sind einige aus deutschen Gefilden dabei. Ambrosius vom KSC, ja. Ja, und hier aus Freiburg, Kofi Kehre. Was aber eben auch schon zeigt, dass es jetzt nicht die allererste Garde ist. Ja. Ja, und ja, Jan Ajew, die Zeiten sind ja dann auch langsam vorbei, ne? Ja, aber dennoch... Ja, beide wieder dabei. Ja, ja. Dennoch traue ich Ghana da eine bessere Rolle als Südkorea zu und sehe sie hier auf Platz 3. Ja, auf jeden Fall, 2018 waren sie nicht dabei, ja. Ja, aber davor durchaus achtbar. Gut, 2014 war in der Vorrunde Schluss, ja, sogar nur mit einem Punkt hinter Deutschland, USA und Portugal, aber... Mhm. Ja, 2010 das besagte Viertelfinale gegen Uruguay. 2006 sind sie auch ins Achtelfinale gekommen. Ja, haben sich immerhin vor Tschechien und USA und hinter den Italienern eingereiht. Ja, dann war gegen Brasilien kein Kraut gewachsen in der ersten K.O.-Runde. Aber ja, immer eine Mannschaft, die prinzipiell schon das Achtelfinale in petto haben könnte. Ja, und Otto Addo hat ja die Gunst der Stunde genutzt, wenn man so will. Ja, haben ja einen katastrophalen Afrika-Cup gespielt. Zu Beginn dieses Jahres sind sie ja auch in der Vorrunde als Letzter gescheitert. Hm. Hatten sogar gegen die Komoren verloren mit 2-3. Ja, Marokko, Gabun. Ja, aus der Gruppe sind sie mit einem Punkt rausgegangen. Eigentlich alles total am Boden. Ja, und dann kam Otto Addo und war ja schon die normale Qualifikation, also die afrikanische Qualifikation, die ist ja in Horror. Ja, also wer da alles auf der Strecke bleibt und was man da, wen man da alles besiegen muss, ja, der wirklich der Hammer. Und gestählt zu diesem Turnier und ja, haben vielleicht auch das Potenzial, Portugal oder Uruguay mal zu ärgern. Ja. Um das kurz zu beenden, ja, in Playoffs sind sie ja nur gekommen, weil sie wirklich im letzten Spiel dann knapp die zuvor in Führung liegenden Südafrikaner mit 1-0 niedergerungen haben. Mhm. Ja. Und in den Playoffs dann gegen Nigeria, zu Hause 0-0, auswärts früh das 1-0 gemacht
umgehend das 1:1 kassiert und dann mit einer Abwehrschlacht das irgendwie nach Hause gebracht. Ja, und, aber ja, dieser Trend, den man ja in Afrika feststellen kann, ja, dass das wirklich alles extrem minimalistisch und torarm zugeht, ja, das sah man ja nicht nur beim Afrika-Cup, sondern eben auch in den Qualifikationsspielen. Ja, das ist bei Ghana eben auch der Fall. Ja, das war in den Playoffs so, das war in den Gruppenspielen so. Insgesamt gerade mal in den 8 Quali-Spielen 4 Tore kassiert. Und in 7 der 8 Quali-Spiele auch maximal selber ein Tor geschossen. Insofern minimalistisch. Absolut minimalistisch, ja. Und kann man gespannt sein, wie sie da den favorisierten Teams eventuell da den Spaß am Fußball nehmen. Ja, doch, so, dass wir so ein Unentschieden mal abknüpfen können, einer der Portugal oder Uruguay, kann ich mir da vorstellen. Na, weiß nicht, wenn man da in Rückstand gerät, das ist unangenehm, glaube ich. Ja. Südkorea könnten sie vielleicht im Petto haben, die sehe ich hier ein bisschen unter ferner Liefen. Klar, Röhmingsson von Tottenham hier, der fantastische Spieler, aber der wird ja auch nicht jünger, ne? Und in der Quali auch noch Zweiter hinter dem Iran. Also Südkorea für mich nur mit einer Außenseiterchance. Klar kann Südkorea auch mal ein Spiel gewinnen oder einer Mannschaft einen Punkt abknöpfen, aber eigentlich sollte Südkorea schlagbar sein, wenn alles normal läuft. Oder siehst du das anders? Nee, sehe ich auch so, aber Fun Fact dazu, ja, wenn man die Weltrangliste heranzieht, ja, was ja mehr so eine Spaßveranstaltung ist, ohne ganz große Aussagekraft, ja, aber wird ja trotzdem immer akribisch zusammengerechnet. Ghana liegt da auf 61, aber Südkorea auf 28. Mhm. Ja, also schon ein bisschen zum Staunen, ja, wie da die Punktevergabe genau läuft. Und ja, die Erfolge geben es natürlich nicht hier. Ne? Bei 10 Teilnahmen bisher 8-mal in der Vorrunde gescheitert. Mhm. Dann gab es eben dieses Heimturnier, als sie dann im Halbfinale unserem Michael Ballack das Finale gestohlen haben. Ja? Und einmal haben sie dann 2010 sind sie auch noch ins Achtelfinale vorgestoßen vor Griechenland und Nigeria. Ansonsten war da eben immer nicht viel. Aus deutscher Sicht natürlich nicht nur diese Ballack-Geschichte bitter, ja, sondern 2018 hat die Deutschen dann endgültig nach Hause geschickt. Ja, da hätte es ja nur so einen schlappen 1:0-Sieg gebraucht. Mhm. Und am Ende sind sie dann noch hinter Südkorea sogar ins Ziel gekommen, ja, und hinter Schweden und Mexiko. Aber da war, glaube ich, auch mehr die Schwäche der deutschen Mannschaft maßgeblich und die Tatsache, dass Manuel Neuer im Sturm unterwegs war. Aber ja, alte Hüte. Eine Mannschaft, die erstaunlich viele Spieler an den Start bringt, die in der nationalen Liga spielen, ja, oder zumindest in Asien, ja, also wenige Legionäre im Vergleich, ja, also zum Beispiel Ghana spielen ja eigentlich fast alle in Europa oder ja, sogar in den Top-Ligen oder kurz darunter, ja, wenn auch nicht in den Top-Vereinen. Zweite Liga, ja, super. Torhüter zum Beispiel ist ja in der zweiten englischen Liga zu Hause, ja, eben auch einige Zweitligisten hatten wir ja, ja, und hier haben sie eben Heung-Min Son, ja, der Spurs, Stratege, sage ich mal, ja, der Harry Kane da kongenial unterstützt. Wang von den Wolves vielleicht, Jeong von Freiburg, ja, und Kim von Napoli, Innenverteidiger. Das sind so die wesentlichen Legionäre eigentlich. Und sonst spielt sich doch wirklich das meiste auf nationaler Ebene ab. Sind vielleicht gut eingespielt. Ja, nicht besonders erfolgreich, finde ich. Ja. Also auch die Quali haben sie natürlich geschafft, aber sind 2 Punkte hinter dem Iran ins Ziel gekommen. Ja, also wenn man auf dem asiatischen Kontinent nicht die absolute Nummer 1 ist, glaube ich, wird es bei der WM verdammt schwer. Und den Minimalismus, den ich bei Ghana schon angesprochen hatte, den haben sie noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ja, in den 10 Spielen haben sie ja 13 Tore geschossen, aber auch nur 3 kassiert. Ja, aber da kam natürlich auch ein gewisses Leistungsgefälle wieder zum Tragen. Ja, da lassen sich die Qualifikationsgruppen natürlich nur bedingt vergleichen. Ja, Platz 4 denke ich auch. Also viel Potenzial sehe ich bei Südkorea da nicht. Dazu sind Portugal und Uruguay tendenziell. Zumal ich sie auch noch sehr gut vor Augen habe, wie sie 2018 gespielt haben. Und wenn sich das in ähnlichen Bahnen bewegt, dann wird es kein Spaßfußball. Aber dann sind wir mal gespannt, wer diese Gruppe übersteht und wen man dann vielleicht von diesem Mannschaften im Achtelfinale sehen. Ja, also aus meiner Sicht ganz klar, Ghana hat Überraschungspotenzial. Ich glaube nicht, dass sie gegen die beiden Favoriten verlieren werden. Am Ende könnte natürlich dann auch ein Unentschieden zu wenig sein. Und gerade solche Mannschaften verlieren ja dann oder lassen dann Federn gegen den anderen Außenseiter. Insofern glaube ich nicht, dass es für Ghana unterm Strich reichen wird. Ja, und ich glaube aber auch, dass Portugal wieder mal Schwierigkeiten hat, in das Turnier zu kommen. Ja, fast schon traditionell. Hm. Deswegen wäre mein Tipp Uruguay zu einer Quote von 3,0, wird Gruppensieger. Dahinter dann Portugal. Möchten sie ja schon sehen im Achtelfinale, ja. Gerade da es ja für die deutsche Mannschaft auch eine Bank ist, gegen portugiesische Teams immer bei Weltmeisterschaften zu gewinnen. Ja, wären sie dann schon noch gebraucht in der K.O.-Runde, Platz 2. Ja, und Ghana respektabel. Ja, und vielleicht sogar
eine Möglichkeit zu mehr verschenkt unterm Strich, aber ganz wird es nicht reichen. Und ja, Südkorea ist dann wieder die Mannschaft, die dann das letzte Spiel gewinnt, vielleicht, wenn schon alle Messen gesungen. Ja. Das kann ich mir ähnlich auch gut vorstellen. Ja gut, dann. Insofern haben wir mit etwas Verzögerung jetzt die Vorrunde komplettiert sozusagen. Ja. Hm. Schaut gerne nochmal in die anderen Videos rein. Vor dem Turnierbeginn werden wir das natürlich nochmal aktualisieren. Ja, es gab ja dann doch einige Veränderungen teilweise. Ja, ausgebotete Spieler wurden wieder reumütig zurückgenommen. Andere Trainer wurden hochkant rausgeworfen. Ja, insofern bringen wir euch dann nochmal auf den neuesten Stand. Das heißt, es lohnt sich immer dann nochmal reinzuschauen. Ja, und insgesamt freuen wir uns natürlich jetzt schon auf eine großartige WM. Lange ist es ja wirklich nicht mehr. Ja, und so spektakulär ist lange kein Fußballjahr zu Ende gegangen.